Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. Das hier ist das Kettler Cargoline FS 800 und es durfte mit mir und meiner Familie die schönste Zeit des Jahres miterleben, den norddeutschen Winter. Und wie es sich dabei geschlagen hat, das sehen wir in diesem Video. Natürlich ist es unfair den Rädern gegenüber, die wir im Sommer testen, dass wir dieses Rad jetzt im Winter getestet haben. Aber wir fahren mit der Familie das ganze Jahr über Fahrrad, einfach weil wir kein Auto haben. Und deswegen muss natürlich ein Lastenrad sommers wie winters gut funktionieren. Und wie das Cargoline das gemacht hat, das werden wir in diesem Video einmal ganz genau betrachten. Wir haben das Rad im Alltag für alles Mögliche verwendet, wofür wir ein Lastenrad brauchen. Nicht nur ich bin damit gefahren, sondern auch meine Frau mit den beiden Kindern und wir haben damit eingekauft, wir haben Ausflüge gemacht, wir haben die ein oder andere Strecke einfach mal so gemacht. Das Rad war ein Produktionshilfe-Vehikel und wir hatten sogar Schnee. Und in all diesen Situationen war das Kettler Cargoline ein guter Begleiter. Aber wie gut, das wollen wir in diesem Video einmal betrachten, und zwar anhand der Radlbande Bewertungsmatrix. Das sind zwei übergeordnete Kategorien mit 10 einzelnen Kriterien insgesamt. Und anhand dieser Bewertungsmatrix werden wir das Rad einmal bewerten. Und warum rede ich die ganze Zeit von wir? Ich bin alleine hier vor der Kamera. Lea wollte eigentlich das Video mitmachen, ist aber leider krank. Aber sie hat mir ihre ganzen Punkte mitgegeben, die ich auch in ihrem Namen erwähnen soll. Deswegen wir. Drei Alternativen habe ich für euch. Einmal den Klassiker, das Riese & Müller Load. Das ist so das erste vollgefederte Long John gewesen und ist schon am längsten auf dem Markt. Dann der kleine Bruder des Load, das Packstar 70 mit der Control Technology, ist ebenfalls ein Marktbegleiter dieses Fahrrads. Und dann als dritte Alternative das Radkutsche Rapid. Das ist konzeptionell ein bisschen unterschiedlich, hat aber durch den Stahlrahmen ebenfalls einen federnden Charakter und ist designtechnisch erstaunlich ähnlich zu diesem hier. Zumindest in der Konfiguration, wie ich es getestet habe damals. Aber das ist so das Marktumfeld, in dem sich das Kettler Cargoline bewegt, der hochwertigen Full-Size Long Johns. Das ist nicht das erste Video zum Kettler Cargoline, sondern ich habe euch das schon mal im Einzelnen vorgestellt mit allen Details und Features und einem Fahreindruck. Und das Video empfehle ich euch einmal zu gucken, bevor ihr dieses Video weiterguckt. Und ich verlinke es hier oben. Und wenn ihr das geguckt habt, dann können wir jetzt hier starten mit der Radlbande Bewertungsmatrix und mit dem Punkt Fahrdynamik. Bei der Fahrdynamik geht es natürlich um das Zusammenspiel zwischen der Geometrie, dem Motor, der Schaltung etc. Und das Kettler Cargoline hat eine sehr gute Ausstattung, um wirklich spritzig zu fahren, um mal in so einem Automobil-Test-Terminus zu bleiben. Also die 12-fach-Schaltung, die Shimano SLX und der Cargoline-Motor, die arbeiten richtig gut zusammen. Das Rad geht richtig gut nach vorne. Die Gänge sind fein genug abgestimmt, um sowohl auch starke Steigungen zu fahren, als auch in der Ebene richtig schnell zu fahren und immer auch trotzdem die richtige Trittfrequenz zu finden. Also das gefiel sowohl Lea als auch mir richtig gut. Der Motor arbeitet dabei natürlich mit den Cargoline-typischen Geräuschen. Aber ich hatte das Gefühl, dass das Fahrrad diese Resonanzen des Motors nicht noch verstärkt, sondern ziemlich gut eindämmt. Aber der wichtigste Punkt bei diesem Fahrrad in Bezug auf die Fahrdynamik ist natürlich die Federung. Wir haben ja vorne dieses Elastomer, das quasi federt und dämpft gleichzeitig. Und hier fällt es schon mal auf, dass im Alltag ab und zu, wenn da so für mehrere Bodenwellen hintereinander sind, dass es dann so ein bisschen wippt, sich so ein bisschen aufschaukelt. Oder wenn man das Rad rollt, auch im leeren Zustand, dann wippt es so ein bisschen hin und her. Im Alltag ist es aber so, dass gerade harte Wellen sehr gut aufgefangen werden von dieser Federung vorne, die mit 40 mm nicht sonderlich stark nominell einfedern sollte. Aber das hat mir schon sehr gut gefallen. Also das schluckt wirklich so grobe Bodenwellen richtig gut weg. Und hier hinten die Federung auf der Rückseite, die arbeitet ebenfalls richtig feinfühlig. Lea hatte am Anfang so das Problem, dass die Abstimmung nicht so hundertprozentig war, aber dadurch, dass hier ein Luftdämpfer verbaut ist, kann man halt die Federrate auf die tatsächliche Beladung anpassen und auf den Fahrer bzw. die Fahrerin, die hier auf dem Sattel sitzt. Und insofern hat es so ein bisschen gedauert, bis wir die perfekte Einstellung für uns gefunden haben, aber dann ist auch der Hinterbau richtig gut. Also die Vollfederung, die ist hier bei diesem Rad richtig gut. Das macht richtig Spaß, sowohl durch die Stadt, durch den Stadtdschungel zu fahren, als auch durch den tatsächlichen norddeutschen Dschungel, wenn man so will. Und was dann natürlich auch gut ist, sowohl Lea als auch ich
haben immer eine richtig gute Sitzposition gefunden. Und das liegt an der vielfältigen Verstellbarkeit hier beim Cockpit und beim Sattel. Das hat Kettler richtig gut getroffen. Und was dem ganzen Fahrrad auch diesen aktiven Charakter gibt, ist die Lenkung. Zuallererst mal kann man vom Sattel aus den Vorderreifen sehen. Das gibt natürlich eine ganze Menge Sicherheit, dass man immer weiß, was macht das Vorderrad gerade. Aber die Lenkung, die ist sehr direkt übersetzt. Es erinnert sehr an ein normales Fahrrad. Wenn man lenkt, dann bewegt sich auch sofort das Vorderrad. Allerdings ist es auch so, dass teilweise so Schläge vom Vorderrad, wenn man irgendwo rüberfährt, das merkt man natürlich auch dann im Lenker. Was dann natürlich ebenfalls die Fahrdynamik so ein bisschen beeinflusst, ist die Breite der Box. Auf der einen Seite muss man bei Engstellen so ein bisschen aufpassen. Wenn man da durchfährt, dann kann es schon mal sein, dass man vom Sattel aus nicht so richtig weiß, wo die Box hier vorne endet. Und dadurch, dass das hier so eine relativ harte Kante ist, sind wir leider das ein oder andere Mal auch gegen irgendwelche Poller oder gegen irgendwelche schmalen Gartendurchgänge gedotzt. Da muss man halt beim Fahren so ein bisschen aufpassen, lieber das ein oder andere Mal absteigen und genau gucken, ob das dann auch genau passt. Und diese Breite der Box und auch das Design hier vorne, dadurch, dass das eben nicht aerodynamisch geformt ist, sondern hier so vorne sich nach vorne neigt, gibt es gerade bei starkem Gegenwind oder so bei Seitenwind, der hier so schräg von vorne kommt, schon deutliche Einflüsse auf das Fahren. Bei normalen Windverhältnissen habe ich keinen negativen Einfluss feststellen können. Aber insgesamt von der Fahrdynamik ist das richtig aktiv. Das macht richtig viel Spaß, damit unterwegs zu sein. Und da sind wir auch schon beim zweiten Kriterium, dem Design. Design, Konstruktion, Innovation heißt dieser zweite Punkt. Und hier ist natürlich dieser Vorderbereich des Fahrrads besonders eindrucksvoll. Das Elian-System mit dieser Schwinge hier vorne, das sieht richtig cool aus, ist auch stabil designt, damit man da trotz des relativ hohen Gewichts richtig gut unterwegs sein kann. Auch diese nach vorne geneigte Kabine unterstreicht nochmal dieses Besondere dieses gesamten Fahrrads. Und insgesamt hat es Kettler geschafft, obwohl es ja ein großes Fahrrad ist, das Ganze so optisch ziemlich leicht zu machen. Das unterstreicht auch hier der Hinterbau, denn diese gesamte Konstruktion hier hinten, die sieht relativ filigran aus, ist aber sehr stabil und auch gerade diese Mehrlenkerkonstruktion, die sorgt für diese Fahreigenschaften, die ich eben erwähnt habe. Und auch gerade diese Rohre, die hier so in diesem Hydroforming-Verfahren geformt wurden, die sehen richtig gut aus. Also das sieht überhaupt nicht plump aus, sondern das sieht sehr elegant und optisch leicht aus. Natürlich ist Design irgendwo Geschmackssache, aber ich finde cool, dass Kettler sich hier nicht auf irgendein bekanntes Design gestürzt hat oder irgendein bekanntes Design adaptiert hat, sondern wirklich seine eigene Linie komplett durchgezogen hat. Und dadurch ist das halt eine echt eindrucksvolle Erscheinung. Auch gerade in diesem Grün. Kettler arbeitet allerdings weiterhin noch an konstruktiven Details und das ein oder andere wurde auch nach dem ersten Video nochmal geändert. So habe ich jetzt einen neuen Frontlenkarm bekommen, der die Problematik des Schlagens an diese Schwinge komplett behoben hat und die Lenkung insgesamt noch mal deutlich besser gemacht hat. Auch vom Aspekt der Integration ist es hier richtig schön. Hier oben sind natürlich so ein paar Leitungen sichtbar hier am Lenker, die halt notwendig sind, weil sich der Lenker so stark verschieben lässt. Hier auf der Rückseite ist allerdings alles komplett im Rahmen integriert und das trotz dieser Vollfederung. Das finde ich sehr schick. Und auch das Kiox-Display mit seinen smarten Features ist natürlich richtig cool. Und auch im nächsten Jahr oder für 2023 das smarte System, das verbessert natürlich nochmal diese Konnektivität erheblich. Ein konstruktives Detail, was mir nicht nur bei dem Kettler Cargoline aufgefallen ist, sondern bei vielen anderen Long Johns, ist, dass hinten keine Steckachse verwendet wird, sondern auch ein alter, normaler Schnellspanner. Dadurch kann natürlich das Hinterrad schnell geklaut werden und es ist noch nicht ganz so stabil wie eine richtige Steckachse. Lea hat zu dem Design gesagt, dass es einfach richtig cool aussieht. Wie so ein cooler Hirschkäfer. Und dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ein letzter Punkt noch zu Konstruktion und Design. Kettler bietet das vollgefederte Cargoline leider nicht mit der Option an, das mit einem Riemen und einer Nabenschaltung zu kombinieren. Hier bei dem vollgefederten gibt es wirklich nur die Option auf eine Kettenschaltung. Das ist ein bisschen schade. Wenn ihr das Cargoline mit einer Nabenschaltung haben wollt, dann müsst ihr zwangsweise aufs Hardtail-Modell gehen. Der nächste Punkt ist die Ausstattung und die passt insgesamt. Wir haben hier einen bequemen Sattel, der sowohl für Lea als auch für mich gepasst hat. Die Griffe von Ergon, die sind richtig gut. Die Schaltung, 12-fach-Schaltung, das ist auch mehr als die meisten anderen Mitbewerber bieten. Eine hochwertige Klingel haben wir und kein billigen Kram. Das Kiox-Display etc., das passt alles richtig gut. Auch die Beleuchtung ist insgesamt gut und passend. Da gab es allerdings so das ein oder andere Problem. Da sage ich mehr beim Punkt Sicherheit nachher zu.
Die Pedale, die sind an sich auch gut, haben aber bei Nässe so ein bisschen das Problem gehabt, dass wir da ab und zu von abgerutscht sind. Da könnte ich euch diese hier empfehlen. Ihr findet einen Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ein richtig cooles Ausstattungsdetail ist hier diese Vario-Stütze. Die hat natürlich die Fahrerwechsel richtig einfach gemacht. Allerdings war es bei Lea und mir das Problem, durch unseren Größenunterschied von insgesamt 34 cm, dass der Hub dann doch etwas gering war. Das heißt, wir mussten hier unten, wenn wir den Fahrerwechsel hatten, dann doch hier immer die Stütze komplett lösen und etwas rein- oder rausschieben. Und da muss man dann auch darauf aufpassen, dass der Zug, der hier drin ist, um diesen Hebel irgendwie richtig funktionieren zu lassen, dass der immer in der richtigen Position ist. Ansonsten ist die uns nämlich regelmäßig immer so ein bisschen abgesackt. Also da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Da würde ich mir eine Stütze wünschen, die etwas mehr Hub hat. Und ein letztes Ausstattungsdetail, was mir insgesamt richtig gut gefallen hat, dass Kettler links und rechts jeweils einen Akkusteckplatz hat und die gesamte Ausstattung da ist, um einfach nur einen neuen Akku reinzuschieben. Also ausstattungstechnisch sind wir sehr zufrieden mit dem Rad. Sprechen wir jetzt über den Preis. Das Kettler Cargo Line ist ein teures Fahrrad, da gibt es keine Diskussion. Es befindet sich allerdings ziemlich genau im Marktumfeld der anderen vollgefederten Long Johns, die ich genannt habe. Das Einzige, was nochmal eine ganze Ecke günstiger ist, ist das Rad Kutsche Rapid, aber das ist halt auch nicht in dem Sinne vollgefedert. Also man muss sagen, die Ausstattung etc. und auch die Konstruktion des gesamten Rahmens, die lassen den Preis schon erklären. Und was hier auch der Vorteil ist, wir haben jetzt hier natürlich den Kids Carrier, der insgesamt relativ teuer ist. Und beim Kettler Cargo Line gibt es aber auch günstigere Optionen. Und wenn ihr noch weniger Geld ausgeben wollt und auch nicht unbedingt die Vollfederung braucht, gibt es das ganze Rad ja auch noch als Hardtail-Version, wodurch man nochmal einige 100 € sparen kann. Also es befindet sich schon in diesem Marktumfeld der vollgefederten Long Johns ziemlich genau in der Mitte. Auf jeden Fall die technische Faszination dahinter ist, denke ich mal, den Preis auf jeden Fall wert. Es gibt aber auch deutlich günstigere Alternativen, die dann allerdings nicht vollgefedert sind. Der letzte Punkt im Bereich Fahrrad ist die Qualität und die Wartung. Und das Kettler Cargo Line hat natürlich durch diese Vollfederung einige Punkte, die sich bewegen, einige Punkte, die nochmal extra gelagert sind. Und das sind Punkte, die einfach im Laufe der Zeit verschleißen. So, hier hinten dieses Mehrlenkersystem, da muss man nach einer gewissen Zeit immer mal gucken, sind alle Verbindungen fest etc. oder ist irgendwas ausgeschlagen. Und dann ist ja natürlich ein Luftdämpfer verbaut hier hinten. Da muss man regelmäßig gucken, ob genug Luft drin ist, ob der Luftdruck noch so passt. Und natürlich die Kettenschaltung, um die man sich ja gerade jetzt in dieser letzten Zeit regelmäßig drum kümmern muss. Wo man sich auch drum kümmern muss, und das ist der Unterschied zu den meisten anderen Long Johns, ist hier vorne um die Narbe, weil hier muss einfach regelmäßig das Öl des Elian-Systems ausgewechselt werden. Und damit könnte man natürlich dann seinen örtlichen Händler beauftragen. Und das ist natürlich das Gute bei seinem großen Hersteller wie Kettler. Das Händlernetz ist ziemlich dicht und somit habt ihr dann auch immer einen Ansprechpartner, der für euch den Kontakt zu Kettler herstellen kann, sollte mal irgendwas kaputt gehen oder irgendwas sein mit eurem Rad. Und das ist auch mir tatsächlich passiert. Also hier ist der Dämpfer des Ständers kaputt gegangen. Auf jeden Fall hat Kettler einen verbesserten Dämpfer mir dann innerhalb weniger Tage zugeschickt, den ich auch relativ einfach einbauen konnte. Und jetzt funktioniert das wieder richtig sanft und sauber. Was allerdings dazu beigetragen hat, dass dieser Dämpfer überhaupt erst kaputt geht, ist tendenziell das Wetter. Also dadurch, dass hier einfach das Wetter in der letzten Zeit richtig schlecht war und alles matschig war, verschleißt so ein Rad einfach deutlich schneller. Und das hat leider auch das Kettler gezeigt. Also hier vorne bei dem Elian-System sind so ein paar Punkte, so ein paar Verbindungen ein bisschen angerostet. Und dadurch, dass das Schutzblech hier hinten nicht so richtig lang ist, wird der ganze Dreck in den oder auf den Unterboden gesprüht. Und das lässt natürlich solche Sachen wie die Lenkung, wie den Dämpfer des Ständers und wie auch die Federverbindung, diese Lager, nochmal deutlich schneller verschleißen. Hier würde ich also auf jeden Fall sowas hier empfehlen, einen Mudflap zum Beispiel von Fahrer, den ihr dann einfach hier hinten dran hängt, um das möglichst weit zu verhindern. Ansonsten die Verarbeitung des Rahmens, die ist auch gut. Wir haben hier diese hydrogeformten Rohre und richtig starke, dicke Raupen, die also den Herstellungsprozess nicht verhehlen, sondern wo man ganz genau sehen kann, wie die Verbindungen gestaltet sind. Und der Lack ist ebenfalls gut,
Das einzige Problem ist hier bei dem Einstieg, dass es schon durch das Schloss, durchs Einsteigen zu dem einen oder anderen Kratzer gekommen. Also wenn das mein Rad wäre, dann würde ich hier auf jeden Fall eine kleine Schutzfolie draufkleben, damit das möglichst vermieden wird. Wenn ihr mal einen Platten habt, dann ist das Hinterrad relativ einfach auszubauen, dank des Schnellspanners wieder. Das Vorderrad hingegen ist durch das Elian-System nicht ganz so einfach abzubauen. Also da muss man hier relativ viel Geraffel lösen und auch das ist nicht ganz so intuitiv wie bei einer normalen Gabel. Also von der Wartung her muss man sich schon regelmäßig um die einzelnen Punkte an diesem Fahrrad kümmern oder man hat einen Händler, der das gerne für einen macht. Von der insgesamten Qualität bin ich aber schon zufrieden. An den ein oder anderen Punkten muss Kettler aber gerade doch für den Wintereinsatz noch ein bisschen nacharbeiten. Das waren die Punkte aus der Kategorie Fahrrad und jetzt sind wir bei der Kategorie Lastenrad und wir beginnen hier mit der Variabilität. Und hier ist natürlich jetzt der Kids Carrier drauf und der ist an sich nicht so super variabel, sondern der ist hauptsächlich für den Transport von Kindern geeignet und wie ihr das macht, das zeigen wir gleich noch in dem nächsten Punkt. Allerdings, wenn man diesen Kids Carrier sich jetzt wegdenkt, dann ist das Kettler Cargo Line wirklich super variabel. Wir haben hier eine Ladefläche, die 800 mm lang ist von hinten nach vorne und bei der kürzeren Version 600 mm. Also das ist schon mal richtig viel Platz und dann ist auch das Gute, dass die Ladefläche komplett flach ist, dass man also auch breitere Gegenstände einfach drauf laden kann, auch höhere Gegenstände. Und hier unten ist dann eine Schiene, an die man solche Haken dran machen kann, um eben auch Dinge einfach zu verzurren. Und nicht zu vergessen, das Handschuhfach, das sich dann auch in der Mitte der Ladefläche zwischen den beiden Batterien befindet. Also von der Nutzbarkeit dieser Ladefläche ohne den Kids Carrier ist das schon mal richtig gut. Und dann gibt es natürlich noch die Woodbox und das andere Zubehör, das man da drauf bauen kann. Ebenfalls gut ist das hohe Gesamtgewicht von 250 Kilogramm des gesamten Fahrrads und auch, dass sich die Ladefläche hier vorne mit 100 Kilogramm beladen lässt. Das ist schon mal ziemlich cool und deutlich mehr als viele andere Lastenräder. Wo man natürlich darauf achten muss, wenn man das Rad hier mit einer flachen Ladefläche verwendet, ist, dass hier vorne keine Sperre ist. Also wenn ihr etwas drauf ladet, dann könnt ihr das, wenn ihr es nicht richtig sichert, einfach nach vorne rutschen und somit hier an das Vorderrad kommen. Das gilt es natürlich zu verhindern. Aber dann hat das Cargo Line ja nicht nur eine Ladefläche, sondern zwei, wenn man den Gepäckträger als Ladefläche bezeichnen möchte. 25 Kilo kann der ab, das ist schon ausreichend. Was mir aufgefallen ist, wenn man eine Packtasche dran macht, dann kann es schon mal sein, dass die relativ nah an den Fuß kommt und man dann regelmäßig mit dem Fuß gegendotzt. Wenn man allerdings eine Packtasche hat, so wie diese hier, die sich hier hinten verstellen lässt, dann kann man die einfach hier etwas weiter hinten anhängen und kommt dann nicht in Berührung mit dem Fuß. Also insgesamt ist das Kettler Cargo Line eines der variabelsten Lastenräder, die ich kenne, das sich für viele verschiedene Einsatzzwecke eignet, wenn man nicht unbedingt den Kids Carrier montiert hat. Aber wie sitzen sie denn jetzt, die Kinder? Ja, also der Vorteil an diesem Kids Carrier, und das ist wirklich etwas, was ich bei noch kaum einem anderen Lastenrad gesehen habe, ist diese unglaubliche Breite der Sitzbank. Beide Kinder wollten hier immer richtig gerne sitzen. Und heute Morgen erst, als ich die Kinder mit einem anderen Lastenrad in die Kita gefahren habe, war die Aussage, dass sie eigentlich mit dem Grün fahren wollten, weil die hier einfach so wahnsinnig viel Platz haben. Nicht nur hier in der Breite, sondern auch nach vorne ist richtig gut Platz und die Kinder haben eine angenehme Sitzhöhe durch diese normale Sitzbankposition, dadurch, dass der Boden noch mal etwas niedriger ist als die Sitzfläche. Also das hat mir richtig gut gefallen und was hier auch auffällt, diese Kinder haben einfach den kompletten Rundumblick. Sie können alles sehen, sie können alles aufnehmen und sie können auch sehen, was vorne so passiert und das hat ihnen richtig Spaß gemacht. Allerdings hatten sie auch das ein oder andere Mal so ein bisschen was zu mäkeln. Und zwar ist auf der einen Seite diese Rückenlehne nicht sonderlich hoch. Gerade die Große hat doch das ein oder andere Mal eine Kopfstütze vermisst und die Kleine, die konnte gerade noch so ihren Kopf hier hinten auf diese Oberseite legen. Da würde ich gerade bei einer solchen Box mir schon eine richtige Kopfstütze wünschen, wo die Kinder auch richtig ihren Kopf gegenlehnen können, weil das natürlich auch irgendwo ein Sicherheitsaspekt ist. Auch was nicht hoch genug war, ist die Einstellmöglichkeit der Gurte. Hier könnt ihr sehen, das ist jetzt die höchste Gurtposition und wenn diese Gurte so eingestellt sind, dass sie nach unten zeigen, dann müssen die Gurte trotzdem einmal so über die Schultern der Kinder rübergehen. Und das führt dazu, dass diese Schnalle nach oben klappt und sich der Gurt dann relativ einfach selber verstellt,
wenn die Kinder sich dann ruckartig bewegen, doll bewegen, dann kann es schon mal sein, dass sich der Gurt selbstständig verstellt und das sollte natürlich nicht sein. Ansonsten bin ich aber zufrieden mit den Gurten. Die Gurtpolster sind gut, die Schnalle ist richtig gut, gut zu schließen und zu öffnen. Und auch diese Polster, die diese Schnalle beherbergen, die sind richtig schön dick und das sind so richtig plüschige, flauschige Polster. Also insgesamt würde ich mir hier bei der Sitzbank wünschen, dass die Rückenlehne einfach noch eine ganze Ecke höher wäre, die Gurte von weiter oben kommen würden, damit die Kinder einfach auch nicht diese Schnallen die ganze Zeit in den Schultern haben. Auch dieser Rahmen drumherum und diese Kabine, die vermittelt den Kindern eine richtige Gemütlichkeit und auch die Schulterlinie ist hoch genug, damit die Kinder sich auch so ein bisschen geborgen fühlen. Für den Transport von Babys allerdings gibt es von Kettler keine hauseigene Option. Also insgesamt gefällt mir die Idee dieser Sitzbank schon mal richtig gut, aber sie könnte in dem einen oder anderen Punkt noch mal besser sein. Der Rest des Kids Carrier aber, der ist genial und da gehen wir jetzt noch mal beim Zubehör drauf ein. Denn das Zubehör macht das Lastenrad. Mit Zubehör lässt sich das Rad so richtig an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Und hier mit dem Kids Carrier hat Kettler im Grunde schon fast alles, was man als Familie so braucht. Also der Kids Carrier, wir sind jetzt durch Schiedwetter gefahren, durch Regen, durch Schnee etc. Und der hat immer gut gehalten. Also hier an den ein oder anderen Stellen bei diesen Rahmenteilen, da sammelt sich schon das ein oder andere Mal Wasser, aber das fließt dann oder tropft dann nicht irgendwo in den Innenraum auf die Füße oder auf die Köpfe der Kinder, sondern fließt hier an den Seiten des Kids Carriers ab und kommt dann auch nicht in die Box. Allerdings ist es schon so, dass natürlich, wenn das Rad lange draußen steht und es regnet, dass dann schon hier hinten ab und zu mal ein bisschen Regen reinkommt und dann auch auf die Oberseite der Rückenlehne tropft. Also da muss man ein bisschen darauf achten, in welche Richtung man das Rad dann abstellt. Auch die Seitenfenster hier, wenn man die öffnet, dann sind die groß genug, damit Kinder entweder selber einsteigen können oder dass man sie selber relativ einfach reinheben kann und dann auch entweder in der Hocke oder von oben anschließen kann. Also das ist auch kein großes Problem. Und diese Türen, die lassen sich, wie ihr das hier seht, auch sehr schnell schließen. Was ich mir bei dem Kids Carrier noch wünschen würde, ist, dass auf der Innenseite irgendwelche Netze noch vorhanden sind, wo die Kinder dann ihre Flaschen oder ihren Snack oder Müll oder so einfach reinstecken könnten und das nicht dann irgendwo wild in der Box umherfliegen muss. Ansonsten vom Zubehör bietet Kettler einige Optionen an, um diese Ladefläche hier vorne zu nutzen. Einmal mit der Woodbox, die verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten hat und auch mit einer festen, abschließbaren Businessbox, wenn man so will. Gerade diese Woodbox ist dann interessant, wenn ihr auch häufiger mal wechseln müsst zwischen Kindertransport und Warentransport, weil sich da die Sitzbank einfach rausnehmen lässt und auch die Seitenwände etc. lassen sich einfach entfernen. Dieser Kids Carrier ist halt wirklich nur für den Transport von Kindern gedacht und von nichts anderem. Aber dafür ist halt hier dieser Kofferraum. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das ist eine so geniale Sache. Der ist so groß. Da kann man so viel reintun. Die Rucksäcke der Kinder, wirklich alles. Das ist eins der, wenn nicht das beste Feature an diesem Regenverdeck oder an diesem kompletten Kids Carrier. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mal solche überschwänglichen Emotionen in Richtung eines Kofferraums hätte, aber so ist es jetzt. Was ich mir allerdings noch wünschen würde, ist die Möglichkeit, einfach Flaschenhalter oder einen Schlosshalter oder ähnliches zu montieren an entsprechenden Ösen. Weil das hat Kettler bei diesem Rad nicht vorgesehen. Und jetzt geht's ans Parken und Rangieren. Und ich habe jetzt hier eine enge Fläche, die ist nicht sonderlich breit. Und Also wenn man mit dem Kettler Cargo Line einparken möchte und rangieren muss, dann muss man schon einplanen, etwas mehr Bewegung zu machen. Durch diesen Mechanismus hier vorne, durch die Elian-Narbe, ist der Lenkeinschlag einfach nicht riesig. Was für Lea so ein bisschen das Problem war, ist das Gewicht des Fahrrads zu handeln, denn auch wenn es relativ leicht aussieht, ist es halt nicht super leicht. Und natürlich auch von der Sitzposition ist es teilweise schwierig abzuschätzen, wo das Fahrrad in der Breite zu Ende ist, dadurch, dass dieser Kids Carrier eben einmal diesen Schwung macht nach außen. Also auch nicht nur beim Fahren, sondern auch beim Rangieren muss man da teilweise darauf achten,
wo kann ich überhaupt rum und wo kann ich nicht rum. Wenn man dann einen Platz gefunden hat, dann geht es um die Bedienung des Ständers. Und für mich ist das so, dass der Ständer hier gut erreichbar ist und er verschwindet dann so ein bisschen unter der Box drunter. Jetzt mit Schuhgröße 46 ist es relativ einfach dann, das zu bedienen. Wenn man allerdings kleine Füße hat, dann kann es schon mal sein, dass man mit dem Schienbein oder mit dem Knie hier gegen diesen Kids Carrier oder gegen den Rahmen des Fahrrads kommt. Da muss man natürlich so ein bisschen drauf aufpassen. Und wenn das Rad dann auf dem Ständer steht, fallen zwei Dinge auf. Auf der einen Seite ist die Unterseite des Ständers quasi komplett flach. Das heißt, wenn ihr es auf Kopfsteinpflaster abstellt oder auf irgendwelchen unebenen Flächen, dann kann das Rad schon mal so ein bisschen ins Kippeln kommen. Hier jetzt natürlich nicht, weil das hier komplett flach ist. Und der Ständer ist relativ schmal im Vergleich zu der Breite der Box. Das heißt, wenn Kinder sich hier vorne einsteigen wollen, selber einsteigen wollen und zu weit rauslehnen beim Einsteigen, dann kann es durchaus mal sein, dass das Fahrrad so ein bisschen ins Kippeln gerät. Und da muss man dann natürlich als Eltern aufpassen, dass es nicht passiert und so ein bisschen am Rad stehen. Allerdings haben sich meine Kinder auch ganz schnell daran gewöhnt, sich nicht zu weit rauszulehnen, sondern relativ nah an dem Fahrrad zu bleiben, wenn sie einsteigen, sodass das auch in den letzten Wochen nicht mehr passiert ist. Wenn ihr dann einen Platz gefunden habt, das Rad sicher steht und es anschließen wollt, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Auf der einen Seite ist das Abus Speichenschloss immer mit drin. Das ist, finde ich, eine gute Sache. Und dann ist hier auch einige Möglichkeit, um ein Bügelschloss oder eine Schlosskette oder ähnliches hier einfach durchzuziehen. Also zusammengefasst muss man sich an den Wendekreis und an das Aufbocken gewöhnen, aber insgesamt ist der Punkt Parken und Rangieren auch okay. Und der letzte Punkt in der Radlbande-Bewertungsmatrix ist die Sicherheit. Da gibt es aktive und passive Sicherheit und es fängt natürlich alles damit an, wie einfach man mit diesem Fahrrad unterwegs sein kann. Und die vielen verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten bei Lenker und Sattel, die führen dazu, dass jede oder jeder auch eine passende Sitzposition findet, um sicher, aufmerksam mit diesem Fahrrad unterwegs zu sein. Und was ein zusätzlicher Bonus bei dieser Vario-Stütze ist, dass man nicht nur die Sattelhöhe einfach auf sich selber anpassen kann, sondern auch zum Beispiel, wenn man an der Ampel warten muss, dann kann man einfach die Vario-Stütze runterstellen und kann dann mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und das unter Umständen schwer beladene Fahrrad einfach in der Waage halten. Also das ist ein ziemlich cooler Aspekt auch in Sachen Sicherheit. Ansonsten vom Fahren her fährt es sich einfach sehr angenehm. Man hat eine gute Sitzposition, eine gute Übersicht. Man muss nur vorne, links und rechts, zumindest bei diesem Kids Carrier, ein bisschen darauf achten, dass man nirgendwo gegendotzt. Die Bremsen sind richtig, richtig gut. Die Magura MT5 Vierkolbenbremsen, die haben richtigen Biss. Die haben auch ja, die komplette Schlechtwettersaison richtig gut durchgehalten. Sie quietschen ein bisschen, aber davon sollte man sich nicht abhalten lassen, sie auch zu verwenden. An die Lenkung muss man sich so ein bisschen gewöhnen, weil die halt sehr zackig ist. Bei der Beleuchtung ist es so, dass der Scheinwerfer und die Rückleuchte an sich gut sind, aber dadurch, dass der Scheinwerfer vorne auf dem Schutzblech montiert ist, verändert sich der Kegel bei jeder Bodenwelle. Der wackelt immer so ein bisschen hin und her, auch je nachdem, wie stark man das Fahrrad belädt. Und das ist insgesamt ziemlich unpraktisch. Man hat im Grunde nie die perfekte Ausleuchtung. Die Rückleuchte allerdings ist hell genug und ist auch richtig gut sichtbar, hat ein schönes Leuchtprofil. Bei den Reflektoren gibt es natürlich alles, was der Gesetzgeber verlangt. Und dann ist auch noch hier das Kettler-Logo an der Seite von dem Kids Carrier reflektierend ausgelegt. Das ist richtig schön sichtbar. Was allerdings meines Erachtens nochmal fehlt, ist ein Reflektor auf der Rückseite des Kids Carrier, mit dem man so ein bisschen veranschaulichen kann, wie breit das Fahrrad tatsächlich ist, damit man zum Beispiel auch gerade in der Dunkelheit verhindern kann, dass jemand zu eng überholt. Bei der Sicherheit für die kleinen Passagiere oder teilweise auch etwas größeren Passagiere ist es so, dass der Bügel um den Kids Carrier herum natürlich richtig stabil ist. Auch wenn das Rad mal umfallen sollte oder in einen Unfall geraten sollte, dann sollte dieser Bügel die kleinen Passagiere relativ gut schützen. Was noch verbesserungswürdig ist, sind die Positionierung und die Auslegung der Gurte und dann natürlich auch, dass die Rückenlehne etwas zu niedrig ist, auch gerade für ein Rad in dieser Kategorie. Also bei der Sicherheit hat Kettler noch den ein oder anderen Punkt, an dem sie arbeiten können, aber die Basis, die ist schon mal gegeben und die ist schon richtig gut. Das ist die Radlbande-Bewertung für das Kettler Cargoline FS 800. Und für wen ist das jetzt am besten geeignet? Ich sehe hier zwei Anwendungsfälle. Der erste Fall ist, ihr habt bis zu zwei Kinder, die ihr auch
in Größe und Alter im Alltag transportieren wollt oder müsst. Denn die Sitzbank, die ist breit genug, auch für größere Kinder. Von der Höhe des Kids Carrier ist hier drin richtig schön viel Platz und hier passt sogar der ein oder andere Erwachsene rein. Das ganze Rad ist wahnsinnig komfortabel, eben nicht nur für die oder denjenigen, der auf dem Sattel sitzt, sondern auch für alles, was hier vorne drin ist. Und da sind wir auch bei dem zweiten Anwendungszweck. Wenn ihr das Rad zum Beispiel gewerblich nutzen wollt, für den Transport von irgendwie Fotoausrüstung zum Beispiel, oder wenn ihr Arzneimittel oder irgendwelche empfindlichen Gegenstände von A nach B transportieren wollt, dann ist das ebenfalls richtig gut geeignet. Diese Federung, dadurch, dass sie sich auch besonders hinten noch anpassen lässt, schluckt die grobe Unebenheiten richtig gut weg und die dicken Reifen, die sorgen dann natürlich nochmal für eine zusätzliche Dämpfung. Man muss natürlich Bock drauf haben, eine Kettenschaltung zu fahren und man muss sich regelmäßig um diese Kettenschaltung kümmern. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß mit diesem Fahrrad in den vergangenen Wochen und wir sind auch ein bisschen traurig, dass es uns demnächst wieder verlässt, aber es macht natürlich Platz für neue Testräder. Ich bin aber sehr gespannt, was Kettler mit dem Cargo Line in diesem Jahr noch vorhabt und das werdet ihr auch auf jeden Fall auf diesem Kanal sehen. Was sind jetzt eure Gedanken, eure Emotionen zum Kettler Cargo Line? Findet ihr diesen Kofferraum auch so genial wie ich oder wäre das allein für euch noch kein Kaufargument? Sagt es mal unten in den Kommentaren. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss! Bis dann.